Die Botanica Pflanzenmesse in Hamm und unser Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck, das wird ein wahnsinniges Wochenende im Mai. Ich freue mich schon sehr drauf und heute im Video bekommt ihr alle Infos und Ankündigungen zu den beiden Events. Viel Spaß beim Video und los geht's! Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute im Video geht es um die beiden Events Botanica Pflanzenmesse in Hamm und unser eigener Jungpflanzenverkauf. Da gibt es jetzt ein paar Infos zu und wir fangen mal mit unserem Jungpflanzenverkauf an. Unser Garten war bisher immer beim Tierheim Ling. Dort haben wir auch den Jungpflanzenverkauf gemacht und dort gingen auch die Spenden hin. Dies Jahr ist das alles ein bisschen anders. Wir haben einen neuen Garten und unsere Spendenziele sind auch anders. Wie man sich da schon fast denken kann, wir spenden einen Teil der Einnahmen an die Ukraine, denn da wird momentan so viel Hilfe gebraucht und auch weiterhin wahrscheinlich gebraucht werden, dass wir da einfach auch Gutes tun wollen. Und zum Zweiten haben wir uns für ein regionales Projekt entschieden und da ich auch Altenpfleger bin, wollen wir hier an das Lengner Hospiz spenden. Ich finde, das passt ganz gut, die beiden Spendenziele, die wird es in diesem Jahr geben. Der Jungpflanzenverkauf in diesem Jahr, der ist in unserem neuen Garten und ihr könnt das erste Mal so auch unseren Garten sehen. Beim Tierheim, da war das immer nicht möglich, auch wegen Corona, dass wir den Jungpflanzenverkauf in unserem Garten machen. Und in diesem Jahr ist es anders. Ihr könnt in den Garten reinkommen, euch hier vor Ort die Pflanzen angucken und dann mitnehmen, was euch gefällt. Bisher hatten wir es ja immer so wegen Corona und weil es nicht möglich war, dass man entweder vorbestellen musste oder schon angerufen hat und gesagt hat, ich möchte das und das haben. Oder man konnte wirklich nur von Weitem die Pflanzen sehen. Und in diesem Jahr könnt ihr wie ein aufgebauter Flohmarkt an allen Pflanzen vorbeigehen und euch die aussuchen, die euch gefallen. Wir sind natürlich auch da, Niklas, ich, meine Freundin und viele weitere Helfer. Und wir werden euch dann natürlich beraten, welche Pflanzen auch gut in eurem Garten passen. Was haben wir dabei? Zum Beispiel Erdbeeren, Erdnüsse, Tabak, Paprika und Tomaten, also die ganz klassischen Sachen. Und da werdet ihr wirklich super viel finden, denn wir haben auch Blumen dabei, Kräuter und jede Menge Gemüsearten. Also Gurke, Zucchini, Kohl, Salate, Zwiebeln, all das, was in jedem Hobbygarten dazugehört. Und das bekommt ihr bei uns am 8. Mai an Muttertag. Und das ist ein Sonntag. Wir werden von 11 bis 16 Uhr den Jungpflanzenverkauf machen. Kommt vorbei, unterstützt damit unsere Projekte und schaut euch mal meinen Garten an, wenn das für euch interessant ist. Ich würde mich sehr freuen. Hinter mir seht ihr schon, wir sind fleißig am Vorziehen, hier im Folientunnel und bei mir zu Hause. Nach und nach kommt bei dem Wetter jetzt auch alles hier rüber, denn hier ist es täglich schon mal 30 bis 40 Grad drin bei der Sonne. Und da die Hitze auch in den Boden geht und der Boden sich aufwärmt, haben wir nachts eine super Fußbodenheizung und wir decken im Notfall auch mit Vlies ab. Das heißt, unsere Pflanzen, die sind hier wirklich sicher. Hier, ich zeige euch mal einmal ein paar Pflanzen. Hier kommen zum Beispiel eine ganze Platte Gurken. Dazwischen kommen Gurken. Wir haben Zucchini hier, das ist zum Beispiel der Tabak hier vorne. Dann kommen Artischocken. Hier sind noch Tomaten und Tabak, die wir für die zweite Runde pikieren. Hier kommen die ganzen Schalen mit Kohl und das sieht vielleicht jetzt noch nicht so viel aus, aber das sind wirklich hier zum Beispiel die Tomaten, 250 Stück, also echt eine Menge. Hier kommen Kürbisse, Gurken, Wassermelonen, Zucchini, mexikanische Mini-Gurken. Wir haben auch wieder Exoten dabei wie Hirse und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, denn auch Popcorn-Mais ist in diesem Jahr wieder dabei. Und das ist wirklich schon so einiges. Ihr seht das hier im Überblick. Hier auf dieser Seite geht es sogar noch weiter, da sind zum Teil auch unsere Pflanzen mit dabei, aber auch sehr viel für den Jungpflanzenverkauf und da freut ihr euch hoffentlich genauso drauf wie ich. Wir haben ja auch wirklich viele Zuschauer aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und einfach von weiter weg, die unser Projekt trotzdem gerne unterstützen möchten. Und da haben wir, wie im letzten Jahr auch schon oder zu unserem Umbautag, ein Spendenpool. In der Videobeschreibung, hier unter dem Video, wenn ihr auf den Titel klickt oder darunter, kommt ihr mit einem PayPal-Link zu einem Spendenpool. Und den könnt ihr mit eurer Spende füllen. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Von der Aktion geht 100% an die Aktionen, die wir unterstützen möchten, also an das Lengner Hospiz und an die Ukraine. Da haben wir uns noch keine genaue Organisation übrigens rausgesucht. Das werden wir aber zeitnah machen und sobald wir Infos haben, werden wir euch da auch drüber informieren. Wir freuen uns wirklich sehr und wir hoffen, ihr unterstützt unseren Spendenpool, wenn ihr nicht beim Jungpflanzenverkauf vorbeikommt. Wir würden uns wirklich sehr freuen, das geht 100% in diese Projekte rein. Wir legen mit unserem Jungpflanzenverkauf nochmal eine ordentliche Summe drauf, also wir spenden wirklich fast alles. Ein bisschen müssen wir auch für uns behalten, denn wir haben die Ausgaben ja schon gehabt.
für Saatgut, was wir uns immer mal bestellen, für Erde und natürlich auch für Strom, da wir schon im Januar anfangen, die Pflanzen vorzuziehen unter Kunstlicht. Ja, wir machen mit den Aktionen immer keinen Gewinn, wollen möglichst viel spenden und wir hoffen, ihr seid auf jeden Fall dabei und ermöglicht uns wieder eine große Summe an die beiden Projekte übergeben zu können. So viele Jungpflanzen wie in diesem Jahr hatten wir aber tatsächlich noch nie und das hat einen guten Grund. Wir sind nämlich schon den Tag vorher auf der Botanica-Pflanzenmesse in Hamm. Eintritt kostet 8 Euro. 7. Mai 2022 ist ein Samstag. In Hamm sagt ihr auch schon der Name. Wenn ihr Lust habt, holt euch gerne Tickets. Unterm Video geht es auch mit einem Link zu den Tickets. Mit dabei, das sind nämlich unter anderem Arthur von Bodenständig, dann der Lukas von Freizeitgarten, Davis von Naschgarten YouTube, Efekan von Kleingarten Ünver oder auch der Gartenpapa. Also es sind viele Garten-YouTuber und Blogger dabei und das wird einfach eine super coole Messe. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns auch da sehen, am besten sogar an beiden Tagen. Ja, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, Daumen nach oben geben und noch besser vorbeikommen oder den Spendenpool nutzen. Wir würden uns wirklich sehr freuen über eure Unterstützung und hoffen natürlich, euch bald hier mal in unserem Garten zu sehen. Ja, bis demnächst, uns bleibt einfach nicht mehr viel zu sagen, außer bis zum nächsten Video und ciao.